wo die das gesehen haben, haben alle zu mir gesagt, Yunus, schmeiß das Auto weg, es lohnt sich nicht. Ja. Diese Rückleuchte ein bisschen setzen. Eichstern. Bisschen klopfen. Dann schneiden. Neuer dran setzen. Original. Hoş geldiniz bei Kfz-Fuzzi. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ihr habt 2 Stunden gesehen, was der Serkan gemacht hat. Der Serkan ist doch Wahnsinn. Das ist er wirklich. Wir gehen jetzt dahin. Also was heißt, wir gehen dahin? Wir sind ja immer noch mitten im Video eigentlich. Aber das ist der Vorspann. Kennt es, YouTube. Heute werden wir natürlich sehen, wie er den Seitenteil ausschneidet und das neue einsetzt. Und dann zeige ich euch den Endergebnis später, wenn er fertig ist. Genießt es einfach, was der Serkan da macht. Ja genau, wir können doch so ein bisschen Fächer und so reinmachen. So Fächer. Kann es auch nicht lassen, ne? Jetzt geht er von da wieder ganz kurz dahin, stellt den nochmal ein und dann kommt er wieder hin. Also ist multitaskingfähig. Der macht 5 Stellen auf einmal. Live sieht das gerade aus, als hättest du das nur ein bisschen weggeschliffen. Das ist Wahnsinn. Und das kommt jetzt da drauf. Also Serkan, der wird aber nicht drauf geschweißt, ne? Der wird jetzt auch extra nochmal abgeschnitten. Ja. Aber das sieht auch schon geil aus. Hältst du den jetzt zum ersten Mal dran? Ja. Woher wusstest du, dass er so viel Abstand hat? Oben? Erfahrung? Aber. Ich hätte das Ding von hier abgeschnitten. Und er wusste genau, wo er abschneiden muss. Wahnsinn, was ist denn? Läufig. Guck dir das an. Ich habe nicht gedacht, dass so die richtige da passen, aber sehr guter Teil. Ja, ich weiß, ich habe sehr gut Geld bezahlt. Ja.
du gar nichts. Gleich mitnehmen. Sag ich euch, das Ding ist fertig gleich. Das, was ihr jetzt gerade gesehen habt, im ganzen Video, haben wir eine Stunde wieder gebraucht. Das heißt, wir haben insgesamt 2 Stunden an diesem Auto verbracht. Und guckt euch das mal an. Dach funktioniert, Seitenteil ausgeschnitten, Seitenteil angepasst, Rückleuchte angepasst, Spaltermaße stimmen. Und inklusive Roststellen hat er auch schon bestimmt. Ohne Worte, ohne Worte. Also Rückleuchte willst du noch einstellen? Ja. Und was noch? Dann langsam weg. Langsam weg. Also ich hab mir das Video auch angeschaut. Ich habe mir 1000 Mal Wahnsinn gesagt. Aber das ist echt so, wenn ihr einfach daneben sitzt und euch das anschaut. Das Ding einfach mal rausgeschnitten. Ohne, er hat nicht mal ein Lineal gehabt. Der hat nichts, er hat das einfach Augenmaß gemacht. Und achtet mal, wie alles passt und sitzt und macht und tut. Das ist unglaublich. Ich bin echt gespannt, wie das Schnitt aussehen wird. Hier haben wir Roststellen. Aber da ist nichts durch, ne? Mit Rost, ja. Zellkanade. Erstmal der Einstellen. Alles einstellen. Das sind nicht die Originalteile und diese die Auswählen, musst du richtig diese Rückleuchte einstellen werden. Direkt dran setzen, schweißen, das geht nicht. Ja, das ist klar. Also das sieht man, aber ja. Bei dir sieht das so aus, aber ne? Das ist das Problem. Wartet mal, Leute. So. Komm mal. Passt. Hat Luft, hat Spiel. Guckt euch mal diese Spaltmaße an. Das Geile ist, das kann man noch mal richtig schön einstellen. Ja, genial. Einmal kurz wirken lassen hier. Leute, Seitenteil ist drin. Das sieht schon fertig aus. Ich sag euch, das hat was sogar. Plus, die Heckklappe ist ey, Wahnsinn, was Serkan Abel in ein paar Stunden gemacht hat. Nochmal aufmachen. Das aufmachen? Ja. Ja, mach gut. Achtet mal. Achtet mal. So, Serkan Abel, Rückleuchte fertig. Was machen wir jetzt? Dann machen wir wieder Dach auf.
bisschen da abschneiden, dann schweißen. Mindestens ein bisschen. Ein bisschen. Wie traurig ist, dass er nichts mehr findet. Also, okay, kann ich nichts mehr einstellen? Dann schneiden wir. Echt Zerrkanade. Tolle Arbeit. Weil er wollte die Stoßstange unbedingt mithaben. Ich habe gesagt, soll ich eben eine vom Schrott holen? Da meinst du auch, nee, brauchst du nicht. Aber sieht man auch, also braucht man nicht. Deswegen ist es auch sehr, sehr wichtig, dass er erstmal alles da einstellt. Weil unten rum sagt er, das kann er immer noch ein bisschen einstellen. Der hat jetzt nochmal hier markiert. Ich glaube, das wird er wieder von hier schneiden. Und dann wieder drauf. Flexst das nicht? Was machst du das jetzt mit der Hand? Ich mach dir so ein bisschen ein Stückchen, das abschneiden. Achso, das machst du mit der Hand. Technik. Ey, da guck mal das, Mann. Kante muss richtig dran setzen, Mann. Weißt du? Guck mal, das seitlich. Ja. Dann nicht abschneiden, geht doch hoch. Ja. Da. Ja, ja. Scheiße. Ja. Mit Augen was gemacht, ne? Nichts Lasertechnik, nicht irgendwie Zollstock, das, dies, jenes, Augenmaß geschnitten, geguckt, geflext, war ehrlich, innerhalb von ein paar Minuten. Ja! Kann man so machen. Endlich soweit. Schweißmaschine ist am Start. Serkanabe wird jetzt die ersten Schweißnähte machen. Serkanabe, wie gehst du voran? Wir gucken zu. Okay, ja. Mach. Thank you.
Was sieht er da? Was sieht er da? Serkan, willst du Wasser trinken? Du musst das selber nehmen. Weißt du warum? Ja. Weil keiner kann dir das Wasser reichen, Kollege. Respekt. Hammer, Schweißgerät, das Ding zum Ziehen. Paar Stunden. Wir reden nicht von Tagen, wir reden nicht von Wochen, wir reden von Stunden. Und achtet mal, er ist schon fertig. Er ist fertig. Das ist Wahnsinn. Und ich sag euch, wenn da noch Farbe drauf kommt, noch Spachtel drauf kommt, Füller drauf kommt, da sieht man nichts mehr. Verdient man Respekt, ehrlich. So schnell, so präzise, so gut arbeiten. Einfach nur baff. Keine Reden, nur Arbeit. Ja. Die Form, ne? Unglaublich. Unglaublich. Ist pure Kunst, pures Können. Ich werde jetzt auch einmal schweißen. Gefällst du nicht? Sag mal Bescheid. Wow. Wenn es euch gefallen hat, einmal like. Ich musste Akku tauschen, sorry. Fast fertig, das Ding ist fertig. Noch wieder einstellen, Leute. Düner einstellen, ne? Kleinigkeit. Türkisch übersetzt, Injeş. Er hat es einfach auf Deutsch übersetzt, bester Mann. Ich kann mich nur wiederholen, vor ein paar Stunden. Totalschaden. Man hat von 25.000 Euro geredet, Schrottplatz, das, dies, jenes, verschrotten, schlachten. Der Typ hat das in 3 Stunden fertig gemacht. Und jetzt macht er noch hier einmal gleich Spachteln. Ja, und dann Füllern und dann nehme ich den schon mit. So schnell geht das hier. Das ist ja Knabe. Heiß. Oh, du bist ja keine Ahnung, das Ding ist heiß. Bist du mit deiner Arbeit zufrieden, die du ungefähr in 3 bis 4 Stunden geschafft hast? Ja. Gerade habe ich gesagt, ich habe mich gedacht, so geht es schneller. Weißt du, ich kann nicht diese Karussell bauen. Ja, aber das ist wahres Können, braucht keine Anstrengung, das ist wie Fahrradfahren. Sag mal, früher hast du auch lackiert, ne? Kannst du das eigentlich immer noch lackieren? Nein. Aber früher hast du aber auch ein bisschen lackiert und so, ne? Ein bisschen. Und der war auch gut. Ja. Wir werden den fertig machen und dann wird den Zelle mal sich nochmal anschauen und mal schauen, was er sagt. Einfach Hauer gemacht. Heute ist gern. Ja, Schluss. Auf jeden Fall. Achtet mal, Leute. Ach, die hat auch noch gemacht. Hast du das gemacht? Hab ich gar nicht gesehen. Mann. Haut mal ein Like raus fürs Herr Kanabe. Er hat sich echt gefreut über die Kommentare. Und ja, willst du noch was sagen zu der Community? Ja, vielen Dank für nette Kommentare, ja. Jungs, echt Dankeschön. Er hat sich echt gefreut. Und er wird sich nochmal freuen, wenn ihr nochmal solche Kommentare lest. Serkan Abi, einfach der King. Muss man so sagen. Serkan Abi,
Wir sehen uns morgen. Ciao.